Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dishonored 2. Wir sind zurück auf der Dreadful Whale, auf dem furchtsamen Walfisch. Was gibt's denn hier Schönes? Reiseprotokoll, das können wir schreiben zunächst mal. Ich denke, im Endeffekt wird es jetzt weitergehen mit der nächsten Mission. Ein neues Jahr am Rande der Welt, bla 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 bla. Genau, das haben wir alles hier. Das hier ist neu. Das Maschinenhaus. Der Kronenmeuchler ist fort. Nun zu Jindosh. Ich konnte endlich aufdecken, wie meine Feinde den Kronenmeuchler erschaffen haben. Die perfekte Gelegenheit, um das Vertrauen in mich vor dem Staatsstreich aufzuweichen. Hätte ich doch nur innegehalten und ein paar Minuten darüber nachgedacht, vielleicht wäre mir dann das Vertrauen meines Volkes nicht abhanden gekommen. Aber das hätte Geduld erfordert. Und meine Berater erinnern mich immer wieder daran, dass diese nicht zu meinen Eigenschaften zählt. Aber Hypatias eigenes Serum gegen sie einzusetzen, ist einfach furchtbar. Ich bin froh, dass ich ein Heilmittel finden konnte. Sie ist eine brillante Alchemistin. Jetzt kann sie ihre Forschung weiterführen, um den Menschen in Serkonus zu helfen. Sokolor konnte ich nicht retten. Man hatte ihn bereits verlegt. In Kirin Jindos Anwesen. Jindosh ist der Erfinder der mechanischen Soldaten und wenn er Sokolovs Genie für seine eigenen Pläne nutzen kann, könnte das böse enden. Ich habe seine Tötungsmaschinen beim Dunwall Tower in Aktion erlebt und darf nicht zulassen, dass Delilah solch einen Verbündeten hat. Jindosh findet sicherlich Gefallen daran, seinen Rivalen im Geiste gefangen zu halten. Tja, lang wird der Spaß nicht dauern, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Die Dreadful Whale. Was für ein seltsamer Name. Auf diesem Schiff kann ich kaum schlafen und wenn, dann nur sehr schlecht. Tja, jetzt bin ich wach und denke an Sokolov. Ich weiß noch, wie er damals in Hound Pits Pub war, wie eine Bestie im Käfig. Er roch nach abgestandener Pisse und verfaulendem Fleisch. Aber sie konnten ihn nicht brechen. Er behielt sich im Griff und wurde mein Lehrer. Das brauchte ich nach dem Tod meiner Mutter. Vorsicht vor Würdenträgern, die Geschenke machen, hat er mir immer gesagt. Aber ich war noch ein Kind und mochte Geschenke. Nichts hatte für mich einen angenehmeren Klang, aber jetzt weiß ich es besser. Ich denke an Callista, meine alte Gouvernante. Sie wollte immer auf einem großen Schiff die Welt bereisen. Dann verließ sie eines Tages Dunwall und schrieb mir nach einigen Monaten nicht mehr. Okay. Ein Haufen Notizen habe ich. Ach ja, im Übrigen gibt es doch, also habe ich jetzt wieder fast eine Woche Pause gemacht und von daher ist es natürlich auch wieder ein bisschen schwierig. Ich muss wieder ein bisschen reinkommen hier. Ich denke aber, ich bin auf dem besten Weg. Ich habe ja jetzt auch schon richtig, schwerer Beutel. Lesen. Ich habe jetzt auch schon richtig viel gespielt wieder. Okay, Notiz von Megan Forster. Dr. Hypatia brauchte einen Ort zum Schlafen, also habe ich das Zeug aus der unbenutzten Kabine geräumt. Ich konnte das meiste davon verkaufen. Hier ist ihr Anteil. Nicht viel, ich weiß. Walöl ist teuer und steht unter dem kaiserlichen Rationierungserlass, aber das wissen sie ja bereits. Megan Forster. Forster. Gut. Whiskyglas, das ist eigentlich nur eingebaut, um die Menschen zu verwirren, die sich hier umdrehen, weil sie denken, dass da was ist. Ich versuche das hier mal so smooth wie möglich zu machen, aber hier ist eh nichts mehr, also Tür auf. Wieso bedeutet dieser alte Dummkopf mir eigentlich so viel? Sokolov, Anton, ne? Was liegt da Schönes? Wartungsarbeiten. Maschinenraum trockenlegen. Neue Woche, neues Leck. Stundenlang versucht es zu stopfen. Ich drehe das Wasser ab, falls ich die Kurbel finde. Kann ich machen, wenn Sokolov sicher ist. Brückenleitung prüfen. Fertig. Öl runterschleppen. Fertig. Zwiebeln kaufen. Erledigt. Ja.
Wahnsinn. Vielleicht sprechen Sie mit Hypatia, bevor wir aufbrechen. Sie hat eines der Zimmer genommen, nur für kurze Zeit, denke ich. Sie brauchte Abstand vom... Ja, jetzt mal gucken, was es hier Neues gibt. Ein Vortrag über Blutfieber. Ist der neu oder ist der alt? Keine Ahnung. Transkription eines Vortrages an der Akademie für Naturphilosophie von Dr. Alexandria Hypatia zu Diagramm 7. Hier sehen Sie die letzte Phase der Blutfliegeninfektion. Diese Patientin ist 37 Jahre alt und war Schuldirektorin, bevor sie im Gewächshaus ihres verstorbenen Onkels eine unliebsame Begegnung mit einem großen Blutfliegennest hatte. Beachten Sie die Läsionen im Gesicht und an den Armen und die larvalen Schwellungen am ganzen Körper. Aber was die Zeichnungen nicht zeigen, ist ihr Verhalten unmittelbar vor dem Tod. Das eindeutigste Anzeichen einer Infektion ist der Drang, das Nest zu beschützen. Das verrät uns bereits vor der Autopsie, dass die Larven oder ihre Nebenprodukte das Intentionszentrum des Gehirns ihres Opfers infiziert haben. Zur Silbergraphie 4. In diesem fortgeschrittenen Stadium gibt es keine Heilung mehr, obgleich der Patient mit einer großzügigen Dosis von Opiaten ruhiggestellt werden kann. Das Subjekt starb 3 Tage nach dieser Silbergraphie. Zu Tabelle 8. Und hier ist das voll ausgewachsene Insekt nach seiner Transformation im Anschluss an das Blutfliegenstadium. Es hat jetzt die Gestalt eines Käfers angenommen und keine Flügel mehr. Es ist nicht mehr aggressiv und hat viele vorteilhafte Eigenschaften, besonders aus Sicht der Landwirtschaft. Ohne diese Insekten würden viele Felder in ganz Serkonos leiden, was zu reduzierten Ernten und empfindlichen Geldeinbußen führen würde. Das heißt, am Ende müssen die Menschen einfach sterben. Panik und Krankheiten. Genau. Also im Endeffekt, die Landwirtschaft würde total in die Binsen gehen, wenn die Blutfliegen nicht wären. Das heißt, die brauchen wir auf jeden Fall. Die sind eigentlich wichtiger als alles andere in Serkonos. Ansonsten wäre Serkonos komplett im Eimer. Ja. Hübsch. Also wäre doch toll, wenn ich irgendwas... Kurbelrad. Beseitige das Leck. Finde das Kurbelrad. Tja, Mensch, da kann ich ja optionale Missionen hier noch machen, oder wie ist das? Ziele, Dreadful Vale, begib dich, genau, das ist Hauptziel. Mit der Hypatia reden, bringe das Kurbelrad an, aber wo? Halt, warte mal, nochmal zurück. Bringe das Kurbelrad an, am Kontrollventil. Okay. Ramsay und der Kronmeuchler. 2 Teile des Puzzles. Mehr werden folgen. Der hat Nerven. Wollte mich nicht gehen lassen. Die Träume waren stärker. Ist das ein Zeichen von Erholung? Weiter runter geht's nicht, wie es aussieht. Ist hier irgendwo dieses Ventil? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Die vielen Gesichter und die Stimme des Herzogs so ermüdend. Ach ja, genau, ich muss ja eigentlich... Das ist Hypatia. Das Kurbelrad-Anbring-Ventil-Dingenskirchen ist... Ja, Mensch. Die Sachen werden ja immer angezeigt. Halte Dingsbums gedrückt, um ein Kurbelrad zu drehen. Manche Kurbelräder blockieren dauerhaft, wenn sie losgelassen oder ganz herumgedreht werden. Also, drehen wir mal. Haha! Schon wieder eine optionale Mission geschafft, oder? Ich denke schon. Gut.
Jetzt rede ich noch mit der Doktor. Sie sind es. Frau Doktor? Ja, ich bin es. Dr. Hypatia, erinnern Sie sich noch an irgendwas, das mir helfen könnte? Ich suche Anton Sokolov. Er kann vielleicht aufdecken, was der Herzog plant. Meine Erinnerungen sind bruchstückhaft. Der Herzog ist eng mit seinem Großerfinder Kirin Jindosch im Bunde. Der hat den Charme einer schwarzen Witwe. Er verehrt und hasst Sokolov zugleich. Wir waren bei Aramis Stilton. Er ist nett. Aber es ist etwas Schlimmes passiert. Was denn? Nur Erinnerungsfetzen. Tut mir leid. Na super. Ruhen Sie sich jetzt aus. Vielleicht hilft uns etwas davon weiter. Ich hoffe es. Ich weiß zwar nicht genau, was Sie für mich getan haben, aber ich schulde Ihnen was für die Hilfe im Eddermeier. Danke. Ja, das finde ich auch. Messzylinder. Sieht nicht so aus, als ob es da jetzt noch wahnsinnig viel mehr Missionen oder was gäbe. Muss man mal gucken. Boah. Na gut, ich meine, ich kann mal gucken, was es oben noch Schönes gibt. Hoffentlich lässt deine Freundin das Boot heil, während wir weg sind. Bereit? Ja, bin ich bereit? Ja, ich denke, ich bin schon bereit. Können wir jetzt Sokolov holen? Ja, komm. Los geht's. Also gut, los geht's. Also gut, los geht's, los geht's, los geht's. Ja, ich würde sagen, los geht's. Oder? Ja, nee, los geht's. So, das Maschinenhaus. Anton Sokolov wird im Anwesen von Kirin Jindosch gefangen gehalten, dem Großerfinder des Herzogs und Schöpfer der mechanischen Soldaten. Begib dich hinein, rette Sokolov und eliminiere Jindosch, bevor er eine Armee mechanischer Soldaten baut. Sprinten. Sprinte, um Gegnern zu entkommen oder Geschwindigkeit für einen Sprung aufzubauen. Greife einen aus dem Gleichgewicht gebrachten oder am Boden liegenden Gegner an, um einen tödlichen Schlag zu landen. Alternative Lösungen, wichtige Ziele ermorden oder clevere, nicht tödliche Arten finden, um sie zu eliminieren. Ja. Ah, jetzt geht's nicht mehr weiter. Gut, ich kann auf jeden Fall hier fortsetzen. Jindosch ist für den inneren Zirkel des Herzogs wichtig. Die Garde bewacht sein Anwesen und sie setzt alles in Bewegung, wenn sie rausfinden, wer sie sind. Mhm. Ich passe schon auf. Und es gibt eine Lichtwand, die den Zugang zur Bahnstation versperrt? Na klar. Aber es gibt einen Schwarzmarktladen in der Nähe. Die verkaufen unter der Hand. Schon mal ein Kabelwerkzeug benutzt? Nein. Beigebracht. Gut. Überwinden Sie die Lichtwand, dann fahren Sie mit dem Wagen zu Jindoshs Haus. Und es gibt einen Grund, warum die Leute sein Anwesen fürchten. Kümmere mich drum. Welchen Grund? Kümmern Sie sich um diesen Verrückten und bringen Sie Sokolov zurück. Er bedeutet mir viel. Mhm. Mir ja weniger, aber okay, also Schwarzmarktladen, gibt's Kabelwerkzeug, um dann mit dem Kabelwerkzeug die Lichtwand zu überwinden. Hier gibt es auf jeden Fall mal Ratten. Gibt es hier was Schönes im Müllcontainer? Natürlich nicht, das wäre auch zu offensichtlich gewesen. Bevor ich hier rausgehe, würde ich fast sagen, ich schau mal, was es hier Schönes gibt. Hallo, lieber
Was? Tot? Oh. Rohrwalknochen, das ist ja schon mal nicht schlecht. Verfaulte Feige, lecker. Okay. Viel zu holen gibt's hier erstmal noch nicht. Was ist denn das? Aha, okay, irgend so ein Zylinder. Okay, da geht's mal nicht weiter. Okay, scheint jetzt nicht so prickelnd viel da zu sein. Gut. Einmal aus dem Wasser raus und dann würde ich sagen, erstmal gucken, was es hier so schönes alles Schönes gibt. Schönes alles. Oh yeah. Schönes alles. Ein schönes alles gibt's da. Mhm. Geht's ja doch ein ganzes Stück nach hinten. Gut. Geht nicht. Okay, also Gesundheitselixiere scheinen voll zu sein. Ich kann da mal das Herz benutzen. Ups. Was ist mit Herz? Ach, das habe ich nicht. Was? Aha. Aber dann benutze ich das Herz einfach so mal. 126, 105, 56, 122. Ich glaube, es macht jetzt noch keinen Sinn, da irgendwas zu markieren. Sind alle noch viel zu weit weg. Und ich weiß ja noch gar nicht, wo ich überhaupt rauskomme. Vielleicht macht als erstes mal das Auge Sinn. Winslow Safe Company, okay. Denen haben wir ja schon einen Besuch abgestattet. Das ist ein Gestampfe. Tivanisches Erz, 20 Münzen, okay. Okay. Tja, what else? Was ist da? Ah, das glänzt nur so, als ob es was wäre. Das ist aber nicht wirklich was. Hier kommen wir wieder zurück. Ja? Da hinten ging es nicht hoch, glaube ich, oder? Da wäre ich sonst schon reingelatscht. Ja. Okay. Oh, ich dachte gerade, da krabbelt irgendwas. Schwarzhändler, 102 Meter. Ist das das erste, wo wir hingehen? Der Schwarzhändler? Ich denke fast schon, oder? Mal die Ziele nochmal schnell angucken. Maschinenhaus erreichen. Besorge dir ein Kabelwerkzeug beim Schwarzhändler. Ja. Das machen wir doch. Also das wäre dann praktisch das nächste. 88 Meter entfernt. Serkonos heißt das, sagt er. Hier spricht der Herzog von Serkonos. Die Leute würden unsere Städte verlassen. Aber beim Blick aus dem Großpalast weiß ich... Unterer Aventa-Bezirk. Serkonos ist ein Land der Reichtümer. Da sind wir geradezu weitergekommen, ne? Weil sie faul sind.
Wow, da ist ja alles voll mit meinen Lieblingsfreunden. Okay, da geht's in die Station rein. Das ist eine Dingsbumswand hier. Dinge verfaulen und zerfallen. Man trinkt den Wein bis zum letzten Tropfen aus. So ist es. So ist es. Ja, okay. Ah, da ist so ein Elektrogefährt, ja? Ist aber soweit nichts weiter Prickelndes hier. Und, ich würde an der Stelle mal sagen, bevor ich weiter forsche, gebe ich einmal zurück an die Zentrale und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dishonored 2. Bis dann, ciao.